Hey Leute, MW3 hier am Start und suchen und zerstören auf der Map Partout. Im Spielmodi Hardhead. MW3er. Hardhead, ja, natürlich. Jo, ich glaube, Du ich hast mache aber es. einen harten Hut. Ich glaube, ich mache es in Speedplant, weil die anderen noch nicht drin sind, halt. Oh, Ich bin dran, ne? bin ich ein Gangster? Echter Gangster. Weiß aber nicht, was ich für eine Waffe nehmen soll. Ich bin schon tot. Ich nehme eine P90. Okay, dann gucken wir mal Finny zu am besten. Wo ist denn Finny? Oh, da hat sich gerade ja. einer Oh ja, ich bin gerade abgeschossen von wo irgendwo. Wo bist du? Was ist denn? Enrico, ich sehe dich. Ah, ich bin tot. Warum sehe ich die Gegner? Oh Gott! Toll! Okay, es lebt eh nur noch einer, also. Das war ja jetzt richtig nice. Gut und so. Oh. Lol, wie er anhat. Hast du es gesehen, wie perfekt er geht? Wow. Das sah gerade echt voll so aus. Ja. Total. Noobs, ja. Lol. Suchen und zerstören. Das Ziel zerstören. Arschkacke. Warum nimmt denn keiner die Bombe? Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ich hab Angst, ich bin nicht weiter nach vorne. Oh. Wenn der sich jetzt wieder selber abknallt, dann. Wir haben die Ecke gesprungen, komm. LOL! Gesehen? Oh oh. Oh Gott. Oh. Geh nach hinten. Trenden. LOL! LOL! Oh, von hinten! Ey. Oh nee, ne. Oh. LOL, meine Maus hat festgehalten. Boah, sind wir schlecht. Boah, wie gut, ne? Guck mal, der Cut. Ja, genau. Schlickricht. Schlickricht. So. Oh, wir sind nur noch zu viert im Team. So, jetzt kommt ein skilliger Trick. Werf hier deine Semtex mal über den Zaun. Und wenn du Glück hast, triffst du einen. Ich habe einen gehitmarkt. Voll nice. Hab die Bombe. Ja, danke! Was soll der Mist? Ja, dieser Drecksniper kotzt mich an. Ja, genau. Was ein Hurensohn. Fanny, bist du dort? Ja. Oh Mann! Ja, der hackt. Mistgestalt. Guck mal. Das geht gar nicht. Ja, 9 zu 0. Komm, jetzt kommt er dann noch mit seinem Heli oder was? Seid ihr ein Fick. Oder Juggernaut. Lass links rum, ja. Wette, Enrico geht drauf. Ich bin tot. Cool. Ich krieg ihn gleich auf den Kopf, ey. Der hat an. Jetzt, also, mehr kann man es gar nicht mehr sehen. Ah, geil. Entschärft die Bombe, bevor der Typ kommt. Der knallt dich so oder so ab. Probier's. Oh, nein! Ganz knapp. Durch Alter. Die Wand, wetten? Oh. Durch die Wand. Oh. Oder? Nee, oh. Ja. Hat dann aber ein sauberes Steady Aim, ey. Ach, ey. Voll Idiot. Ja, bis gleich. Yeah. Ja. Hi. Na. Wie geht's? So, jetzt haben wir drei. Ja, nach einer Hacker-Lobby jetzt hoffentlich keine und ja. Yeah. Ich glaube, ich mach mal eine ganze Runde, wo ich nur Beatboxe. Ganze Runde lang.
Ich habe auch schon überlegt, nochmal einen Part aufzunehmen, einfach gar nichts zu sagen. Das ist so geil. Einfach so, hallo und ganz am Ende, tschüss. Hol's Hang! Nicht mehr quatschen. Hol's mal da, Küsse! Hol's Hang, Baum! Spielen wir jetzt hier eigentlich? Team Deathmatch? Team Schlechtmatch, ja. Mann! Scheiß Spawnschutz oder was auch immer. Spawnschutz gibt's hier gar nicht. Doch. Echt? Ja, natürlich, wenn du mit der AC-130 zum Beispiel auf einen schießt, der gerade spawnt, stirbt der nicht. Komm, das haben sie in Black Ops ja 2 rausgenommen. Ey, der hackt, glaube ich. Ich werde nicht eine TV-Karte haben, ey. Nee, doch nicht. Was? Ich werde nicht eine TV-Karte haben. Ach ja, genau, ich wollte sagen, vielleicht nehme ich mit einem Kumpel ein Super Mario Let's Play oder so auf. Robert, hast du eine TV-Karte? Nee, aber wie hat er eh nicht HD-Ausgabe? Dann reicht auch so ein Videocrabber. Achso, ja. Die kosten ja nur 10 Euro oder so. Aber die spacken manchmal in der Soundqualität ab. Ja, muss ich gucken. Das ist auch doofes Bild. Außer du weißt, kennst dich damit aus. Das hat das auch was. Ja, also es ist, ich habe ja jetzt einen Monitor, einen neuen. Wollte ich so ein 4:3 rollen Dings. Und da sieht PlayStation und Wii und so eh scheiße auf, weil irgendwie kann das der Bildschirm nicht verrechnen oder so. Die analogen Dinger. Und deswegen bräuchte ich so ein Teil eh, weil das eh voll übelst scheiße aussieht, wenn ich auch normal spiele. Ich will auf jeden Fall mir irgendwann mal eine TV-Karte holen, aber erstmal kaufe ich mir eine neue Grafikkarte. Weißt du, was das damit zusammenhängt? Also wenn ich jetzt eine TV-Karte kaufen will, ne? Mhm. Wäre es eigentlich scheißegal, was ich für eine Grafikkarte drin habe. Da würde ja trotzdem einfach nur das Bild wiedergeben, was von der Xbox kommt, noch ohne Verzögerung, oder? Ja. Ich denke schon. Ist im Prinzip dann ja schon wie ein Video. Naja, weiß ja. Also glaube ich. Dafür ist es eigentlich da, ne? Also. Ja, es ist, täuscht praktisch einen Monitor vor, wenn man es so sieht. Ja, deswegen überlege ich, ob ich mir erst die Grafikkarte oder erst die TV-Karte hole. Die TV-Karte ist natürlich billiger als die Grafikkarte, aber von der Grafikkarte hätte ich auch wieder rum irgendwie. Ja, was heißt, ich hätte mehr? Ich meine, ich könnte mit der PlayStation und Xbox habe ich ja mehr Bock aufzunehmen als mit am PC so. Ja, aber dann brauchst du auch wieder Spiele und das kostet dann noch mehr. Also, ja, Spiele habe ich aber noch. Für die Xbox und PlayStation. Ja, ja, eben. Und für den PC eben nicht, wenn du dir eine neue Grafikkarte kaufst und dann kannst du nichts damit anfangen, weil. Achso, was heißt nichts anfangen, aber. Naja. Ich seh mich nur so. Wo hockt denn die dumme Fotze? Oh, die regt mich auf, ey. Den hole ich mir jetzt, den Drecksack. Ich weiß es echt nicht. Der ist schon tot. Ey. Was würdest du denn holen? Erst eine neue Grafikkarte oder eine TV-Karte? Ich weiß es nicht. Ich. Ich hatte ja auch vor, mir eine TV-Karte irgendwann zu holen. Aber. Ich weiß auch nicht. Ich hatte ja auch vorher mir irgendwann eine Grafikkarte auch zu holen, als ich mit dem PC, aber das kann noch warten. Ich würde mir aber eher eine TV-Karte holen. Okay, ich habe aber hast du denn noch einen Slot frei oder willst du dann den über USB 3.0 eine holen oder? Wie jetzt? Es gibt ja welche, die kannst du also direkt im PC einbauen, so wie eine. Hast du nochmal eine HD-PVR oder eine normale TV-Karte? Ja, ich will mir eine TV-Karte. Ja, die PVR habe ich ja hier schon rumstehen von dem. Ah ja, genau. Links, aber ja, aber da gibt es nämlich auch noch so eine, die ist. Die soll ja. Also, ich weiß es nicht. Ich habe die mir mal angeguckt. Die ist schon extremst geil. Vor allem, du baust da praktisch wie so eine Grafikkarte. Nicht Grafikkarte. Wie so eine WLAN-Karte baust praktisch einen PC ein. Mhm. Und das hat so einen eigenen Anschluss und die geht dann da drüber und der ist schon richtig geil irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich hab nämlich diese HDPVR davon ausgegangen, dass das nicht mehr ohne Zeitverzögerung ist, weil da ist eine immense Zeitverzögerung drin. Ehrlich? Naja, das ist ja auch das nicht ist so. Das ist dann praktisch eher für Nachhinein aufnehmen. Ja, so. Das ist einfach so ein Aufnehmen, wo du, da kannst du halt einfach mit nee, das ist so, du kannst das HDPVR-Ding schießt du an den Fernseher an und an der PlayStation. Ach und so. An der Dings. Also die PlayStation bringt das Signal zum HDPVR, die HDPVR gibt das Signal zum Fernseher und zum PC weiter. Bloß das. Also du kannst dir also sowas praktisch wie ein HDMI-Splitter noch. Ja, ja. Und das ist halt aber dann mit auf dem Fernseher ist keine Verzögerung, aber halt auf dem PC. Und ich würde ja gerne einfach über den PC dann so streamen können, so ein paar PlayStation-Spiele oder Xbox-Spiele oder so. Jo. Deswegen. Jo. Ja, okay, bis zum nächsten Part, glaube ich, ja.
Tschüss.